Am Montag fand in London das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth statt. Schon Tage zuvor haben sich Menschen aus der ganzen Welt und aus allen Teilen Großbritanniens auf den Weg gemacht, um der beliebten Regentin ein letztes Goodbye zu sagen. Krone-TV-Moderatorin Katja Wagner hat sich vor Ort unter die Menschen gemischt und nachgefragt, warum es ihnen so wichtig war, persönlich Abschied zu nehmen. Wie würdet ihr die britische Gesellschaft beschreiben? Warum lieben sie die Queen und die Royals so sehr? Es ist sehr patriotisch. Die Menschen sind sentimental, wenn es um ihre Kultur geht, die Armee, die Queen. Ich denke, es verbindet, hier zusammenzukommen für das Begräbnis. Ein trauriger Tag für das Land. Ich habe großen Respekt vor der Königin und vor ihrem Beitrag für das Land durch die Jahre hindurch. Sie war eine großartige Repräsentantin. Es war mir wichtig, hierher zu kommen und ihr dafür Anerkennung zu geben und Abschied zu nehmen und ihr für alles zu danken. Ich respektiere die königliche Familie sehr. Es ist traurig, dass die Königin nicht mehr lebt, aber wir sind hier, um Respekt zu zollen. Ich habe immer gesagt, schau dir diese junge Königin an. So habe ich sie jedenfalls immer gesehen. Alles, was ich hier habe, habe ich dank ihr. Ich kann hier leben, mit Menschenrechten und in Frieden. Sie war großartig für England, wirklich groß. Sie hat das Groß erst vor Britannien gesetzt. Es wird dauern, sich daran zu gewöhnen, dass sie nicht mehr unter uns ist. Aber ich bin glücklich, dass wir sie für so lange Zeit hatten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie andere Länder ohne eine Repräsentantin wie sie auskommen. Ich fühle mich fortunate.